Was ist denn da jetzt los? Ich hoffe mal, ihr habt das jetzt nicht gehört, aber da guckt jemand draußen mit so einem komischen Tröte oder was auch immer das sein soll. So, Gargoyle, komm mal her. Komm her. Du bist jetzt dran. Bleib jetzt einfach mal hier stehen. Wo bist du denn? Hallo? Willst du mich jetzt verarschen? Komm her. Hallo, was machst du denn da? Komm. Du willst mich doch verarschen. Geht doch. Wir suchen jetzt einfach mal so. Mal gucken, wie viel Prozent ich hinbekomme. Ohne Konzentration. Ich glaube, das ist nicht viel. Obwohl, 12, 24. Oh, sogar nur 11% gerade bekommen. Wie viel hauen die anderen rein? Ein kritischer Treffer! Alles klar, ich sag dazu mal nix. 72%, ja, das sieht doch gut aus. Und Gargoyles, du kommst mit mir. Sehr schön. Ein Plus Rang C Monster. Mr. Gargoyle. Gargoyle. Ja, Gargoyle ist in Ordnung. Kommt eh ein Zwinger rein. Was soll's. So, dann. Was haben wir denn noch so? Dieses Pseudomondo. Hacksaurier. Wächter der Nacht. Wächter der Nacht. Phantomfechter gibt es, habe ich noch gesehen. Skelettsoldat. Versuche jetzt mal alle jetzt noch zu bekommen. Ich weiß nicht, ob hier Spezialmonster gibt. Falls ja, bitte irgendwie sagen, Platz, wo er sein könnte. Ich frage mich, ob hier überhaupt Scout gibt. Um niemals. Ich würde gerne mal wieder gegen einen Scout kämpfen. Ich weiß nicht, ob die hier unten auftauchen. Oder wo die auftauchen. Die müssen ja irgendwo hier sein. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. Vielleicht hier oben. Dass sie dann irgendwann auftauchen oder so. Aber hier dachte ich, da kommt auch ein Monster raus. Und war leider nicht so. Ah, Tanzteufel. Haben wir Tanzteufel eigentlich schon? Was war das da hinten? Wir haben Tanzteufel. Wir holen uns aber noch einen. Bin mir gerade unsicher. Wir holen uns einfach jetzt noch einen. Was soll's. So, demontiert seine Stärke. Joa. Nicht schlecht. 57%. 50-50 Chance. Es gelingt uns nicht. Gut, du willst nicht. Du willst lieber ein heißes Parkett auflegen. Du willst lieber tanzen. Dann musst du halt besiegt werden. Bam. Mit den Hörnern aufspießen. 91 Erfahrungspunkte. Das ist hier so lächerlich, ey. Man müsste eigentlich schon knappe 1000 bekommen. Ich habe da unten gerade irgendwas gesehen, aber das war wohl nur eine optische Täuschung. Okay. Auf geht's wieder hier rein und die ganzen Monster rausholen. Fangen am besten hier bei ihm an. So, da haben wir schon mal einen Skelettsoldat. Gucken mal, wie viel Prozent wir erreichen werden.
Vielleicht klappt es ja jetzt mittlerweile. Oder ich muss mindestens zweimal Konzentration einsetzen. Ja, doch, Konzentration ist gar nicht mal so verkehrt. 33% ist nicht viel, aber es könnte klappen. Analysiert die Lage, okay. Deswegen werden wir jetzt einfach mal zweimal Konzentration machen. Dann sollte es eigentlich... Dann hauen wir ihn aber um. Abwehren. Loki schafft es schon. Ich weiß, es wird wahrscheinlich keine spannendsten Folgen geben, was Story betrifft, aber ich versuche ja jetzt halt die Monster zu holen, die uns fehlen. Ne? Ich versuche mich ja zu beeilen, dass wir zumindest noch irgendwie Mambumba irgendwie noch erkunden können. Der erste Part ging ja schon mal lange, weil das lasse ich alles in einen Part. Vielleicht machen wir ein bisschen länger. Mal gucken. Weil es gerade nicht so spannend ist. Aber so ist es halt, ne? Ich möchte ja versuchen, so viel wie möglich zu zeigen. Und so viele Monster wie möglich einzufangen. Am besten die natürlich frei rumlaufen. Und das heißt, ich muss halt zurück. 50-50. Kriegen wir die? Ja, 50-50, komm. Ich weiß, du willst mit. Dein Partner wollte nicht. Aber du wolltest mit. Das habe ich dir angesehen. An deinen Schädel. So, ein Rang B. Und neutral, wow. Soldo. Komm mit. Komm mit. Wir haben jetzt hier nicht mehr viele, ne? Wir haben niedrige Dämonen, haben wir schon. Was haben wir denn noch? Pseudomondo. Da muss ich wahrscheinlich auf 100% gehen. Den Hacksaurier auf der Mondseite. Den Greifen, genau, den Greifen. Den habe ich ja ganz vergessen. So, da bist du. Zwei Stück von denen. Pseudo-Macho. Ja, okay. So, wir konzentrieren uns auf jeden Fall. Guck mal, ein Windstoßhieb. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, sieht gut aus. Ja, B wird geblendet. So, Konzentration. Angreifen. Prozent. Wir machen auf 100. Ein bisschen Boden erzittern. Autsch. Wiederholungsheilen. Kämpfen. Haha. Ihr habt Loki nicht mal einen Kratzer gegeben. So, B ist besiegt. Und A holen wir uns gleich. Kämpfen. Konzentration erhöht sich um 100. Heilung. Also wirklich kostenlose Heilung, ey, so gesehen. Und anwärmen. Also 6%. Ist nicht viel. Metallschleim würde ich auch schon, aber ich glaube, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Dafür
bleibt, wow, bleibt dieser Schleim natürlich nicht lange da. So, 60%, also, ja, das könnte, yes, das könnte klappen. Rang C und ein Plus. Oh, Maciej. Willkommen im Team. Eine Truhe, die wir wieder öffnen können. Was gibt's hier Schönes? Es ist wirklich keine Fresskiste. Ja. Wenn wir schon mal hier sind, holen wir uns auch eine Fresskiste. Gar nicht mal so schlecht für mich. Wiederholung. Machen wir hier. Gehen auch mal auf 100%. Wer weiß. Ich bin mir unsicher bei den Fresskisten. Was das für ein Rang ist. So, einmal uns hochheilen. Nach und nach. Ach so. Wir sind schon auf Maximum. Ja, 32 Heilungen. Wir müssen auch noch Rang A. Nee, Rang A noch machen, ne? Machen das mal so. Alle mal hochheilen. Ohne wirklich sich anzustrengen. So, die 100%. Haben wir noch keine Fresskiste? Ach, die ist uns letztens hier entgangen, ne? Genau, ein Fechtfuchs. Muss ich auch noch besorgen. Fällt mir gerade ein. Ein Fechtfuchs. Ja, da müssen wir ja nochmal komplett zurück. Der wollte uns ja auch nicht, wollte sich ja auch nicht uns anschließen. Oh, das sieht gut aus. Fast 80%. Fresskiste hat sich angeschlossen. Aber wir werden dann irgendwann später zurückgeben. Wir machen das jetzt nur so. Niedriger Dämon. Ich glaube, das war's hier, ne? Skelettsoldat, niedriger Dämon und das da. Dann gehen wir jetzt zurück auf die Mondseite. Und der pennt. Das heißt, wir gehen mal eben kurz zurück. Weg, ich sehe nichts. Dann holen wir uns einen Hacksaurier. Dann den Greifen. Und das müsste eigentlich dann gewesen sein. Wenn ich mich nicht irre, kann ich jetzt da hin? Nee, ich wollte gerade sagen, ist auch zu. Dann gehen wir halt durch die blaue Tür. Soll mir egal sein. Es wird Nacht. Aber hier drin stört das niemanden. Ist gar nicht mal so schlecht, dass es Nacht wird, weil dann kann ich auch König der Nacht dann holen. Da haben wir einen Hacksaurier. Ist aber zu. Genau, da haben wir so einen Greif. Komm mal her. Quasi die Vorstufe oder die. Doch, die Vorstufe, ne? Von unseren Ymiris. Oh mein Gott, bitte mach nicht so viel Schaden.
Konzentration. Abwehr. Und jetzt warten wir mal. 20, 50. Oh, ein Verzweiflungsschlag. Oh nein, ich kann mich nicht hochheilen. Zack. Um 50. Aua. Konzentration. Abwehr. Heilen. Es heilt sich von alleine. Wiederholungsheilen ist schon geil. Und Anwerbversuch. Anwerbeversuch. Wow, 23%. Mit Nachschlag. Das könnte 100% werden. Lol. Es ist sogar 100%. Jawohl. Greif, komm mal mit. Also das war jetzt schwach. Rang C. Gibt's da nicht was Ordentliches? Ach komm. Was soll's? Was? 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 Jemand trampelt hier. Kann ich hier nicht mehr... Kann ich hier nichts mehr machen? Muss ich jetzt von der anderen Seite raus? Jetzt pennen die alle, ne? ETF? Zum Hacksaurier. Wie komme ich denn jetzt dahin? Muss ich den anderen Eingang nehmen? Alle Tore sind zu. Wie komme ich dahin? Eigentlich nur den Vordereingang nutzen, ne? Eigentlich ja. Ach, wir haben noch eine Höllenrüstung, aber haben wir die bereits? Nee, wie heißt die? Nicht Höllenrüstung. Doch. Doch, haben wir schon. Ruhelose Rüstung. Gut, die haben wir schon. Ach nee, die habe ich mir gecraftet, ne? Wir haben noch so keine. Genau, deswegen. ganz vergessen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Müsste Rang C sein. Der Stärke. Ja, 50%. 60% sogar. Und? Alle anderen fliehen. Vielen Dank. Die Rüstung. Ah, Rest Day. Rang C. Ja, da war ich ja gar nicht mal so verkehrt. Müssen wir wohl den anderen Eingang nehmen. Quasi den Vordereingang. Von Mond ist das, ne? Genau. Dann gehen wir auch mal hier raus. Und müssen den Eingang eigentlich nur nutzen. Ja, es wurde Nacht. Es wurde Nacht. Also quasi muss ich das Rätsel von vorne beginnen, oder wie? Hier ist mal ein Phantomwächter, ich habe ihn gerade gehört. Wumm, wumm, wumm. Ich höre doch was. Da, Phantomwächter. Komm mal her. Den haben wir auch gecraftet, aber den haben wir noch nicht. So im Sortiment. Also wie die Rüstung.
deswegen holen wir uns ihn. Das ist unser Karma. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Kommen wir wieder auf 60%. Oh, 63 sogar. Und angeworben. Der Rest flieht. Wunderbar. Ein Plusmonster. Hallo. Frenzel. Lassen wir das. So, jetzt noch ein Hacksaurier. Dann sind wir eigentlich fertig. Ich höre schon wieder ein. Oh nein, wollen wir darum. Kann ich den Schalter betätigen? Gehen wir wieder weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich betätige den Schalter. Sehr schön. Sesam, öffne dich. Und der Phantomfechter ist irgendwie verschwunden. Ja. Nein. Lass mich mal kurz runter. Ich möchte gerne in den Eingangsbereich. Da mal greifen, den haben wir schon. Jetzt führt noch uns den Haxeoria. Da haben wir einen. Komm her. Versuchen ihn direkt mal so anzuwerben. Mal gucken, wie viel ich bekomme. Und ansonsten müssen wir wohl eventuell sogar auf 100% bringen. Ich hoffe, es reicht aus. Ja, doch, das sollte ausreichen. Jetzt kriegen wir nochmal einen Nachschlag. Jetzt schon 32%. Ich glaube, ein Haxaurier ist jetzt kein Problem anzuwerben. Wir sind jetzt schon über die Hälfte. Ja, 75%. Das sind noch gute Chancen, um ihn zu bekommen. Aber er möchte einfach nicht. Er weiß ganz genau, weil ein Bruder von ihm, wurde nämlich von der Organisation eingefangen. Deswegen sagt er, nein, ich will nicht mit. Ich will nicht so enden wie mein Bruder. Oder meine Schwester oder was auch immer. Falls ihr euch noch mal erinnert, ganz am Anfang war ein Haxaurier zu sehen. Der wurde ja von unserem Vater, also Vaters Organisation, eingefangen.